Ja, hallihallo, hey Winter. Ja, ich drehe es jetzt, du siehst es im Sommer. Und warum? Ich habe gedacht, hey, der Blumenmann hat doch immer wieder die Ideen. Ich möchte euch zeigen, welche coolen Ideen du umsetzen kannst. Und ich habe da hier so wunderschöne Echeveria elegans Pflanzen. Es ist wirklich was ganz Geniales. Und die kannst du im Sommer draußen pflanzen. Sie vermehren sich wie verrückt. Und du kannst sie am Schluss auf einen Adventskranz stellen, in Kombination mit ein wenig Silberdrahtpflanze und mit Tillandsia-Moos. Ja, aber du möchtest sicherlich ja auch noch was lernen. Und was lerne ich dir heute? Wie gable ich eine Kerze richtig an, damit du diese Kerze auch gut befestigen kannst? Ich nehme dazu kurzen Draht, lege den rum, zusammen gedrückt und mache diesen Draht heiß. Jetzt für diesen Kranz ist es wichtig, dass ich die Drähte schön in der Mitte platziere, so dass die Drähte wirklich schön fix sind im Oasis Steckmasse, so dass es wirklich die Steckschaum und der Draht sich gut verbinden können. Ich habe hier so ein Florinchen von Oasis. Dieses Florinchen ist praktisch. Es hat so Gitter, man sieht, wo muss ich meine Kerze einstecken. Und was auch noch praktisch ist, man könnte dieses Florinchen auch aufhängen. Aber wir wollen ja nichts zum Aufhängen machen, sondern einen wunderschönen Adventskranz machen, den du im Sommer vorbereiten kannst, wenn du im Garten diese wunderschönen Echeverien pflanzt und dann im Winter ernten kannst. Weil, ich glaube, ich habe es schon gesagt, diese Echeverias sind nicht winterhart. So, als Anfang lege ich da ganz wenig Tillandsia-Moos. Das ist so Tillandsia-Moos. Das kann man im Fachhandel kaufen. Das kannst du überall beziehen, denke ich. Lege ich das mal so schön um den Rand, damit wir nicht Angst haben müssen, dass es dann nicht schön aussieht. Dann nehmen wir hier die Echeverien, die du im Garten pflanzen kannst. Befreien diese von den nicht mehr schönen Blättern, legen da um das Schwänzchen, das wir da lassen, einen schönen fixen Draht und können dann diese Echeverias reinstecken. Ich achte darauf, dass ich lange und kurze Drähte habe. Ich achte darauf, dass ich kleine und große Echeverias verwende und dass ich die Echeverias schön ineinander verkeilen kann. Ich habe das auch schon mal gemacht, so eine Idee. Und diese Idee, die hat dann so lange Freude gemacht, den ganzen Frühling noch. Also das ist wirklich was, dass man sich gut überlegen muss, ja, das will ich machen, weil das macht riesig Freude. Wenn der Blumenmann nicht vorbereitet ist, dann muss er noch ein Messer holen. Damit den schönen Silberköpfchenpflanze kann ich da das Ganze auch noch etwas auflocken. Ich kann das schon mal so ein wenig reinlegen, damit ich da schon von Anfang an auch so die Auflockerung habe. Und jetzt ist es wirklich einfach nur Fleißarbeit. Ihr könnt zählen, wie viele Echeveria braucht es, wie viele muss ich da anpflanzen und wie lange muss ich diese ganze Pflanze auch vermehren, damit es schön aussieht am Schluss. Ja, wenn ich jetzt diese hier reinmache, achte ich gleich darauf, dass ich da schön kompakt zur Kerze gehe, damit ich da nicht nochmals was Kleines reinstecken muss anschließend. Du kannst die kleinen Stiele entweder mit dem Messer oder auch mit den Fingernägeln abknipsen. Das kannst du da selber entscheiden. Ich schaue natürlich immer drauf, dass ich schön lange Fingernägel habe, was nicht so geschätzt wird zu Hause. Aber man kann natürlich alles viel, viel besser handhaben. Achte darauf beim Kreieren,
dass sich da unten, ich sag mal so, in der inneren Schicht nicht zu große Echeverias brauche und außen eher die größeren, damit wir auch die Form schön hinkriegen, weil wenn wir da innen auch die ganz großen Rosetten nehmen, dann haben wir das Problem, dass wir am Schluss gar kein Loch mehr haben in der Mitte. Und das wollen wir ja nicht, wir wollen ja einen Kranz machen und kein Teller. Und dadurch ist es wichtig, dass wir da schön drauf achten, dass wir da das Loch schön stehen lassen. Haben wir jetzt das Silberdrahtpflänzchen, das wir da jetzt brauchen können, um ein wenig die Lücken zu stopfen. Dann können wir innen auch noch ein wenig die Lanziamoos nehmen, damit wir innen auch ein wenig schon die grüne Steckmasse und auch das Gitter abdecken können. Vielleicht hast du dir das schon überlegt, wie bewässere ich diesen Adventskranz. Am besten lässt du einfach das Ganze so sein. Die Echeverias, wenn man die abknipst, dann leben die hauptsächlich von der Luftfeuchtigkeit. Wenn du aber jetzt sagst, bei mir ist nicht so feuchte Luft, dann kannst du die auch ab und an besprühen, ein wenig mit dem Wasserverstäuber, und dann kommt das sicherlich auch ganz gut. Diese Aufgaben, die ich da jetzt erledige, ist nicht ein Tutorial, das innerhalb der kürzesten Zeit entsteht, aber am Schluss habe ich das Gefühl, doch, diese Idee, die ist einfach top. Ich habe mir jetzt die Echeverias gekauft, weil ich da nicht die Möglichkeit habe, sowas zu pflanzen und zu ziehen, aber ich habe mal an einem Ort gearbeitet, da haben wir Gräber gepflegt und da haben wir also die Echeverias im Frühsommer ausgepflanzt und im Herbst, Winter wieder eingeholt, eingesammelt und dann für die Winterfloristik verwendet. Somit haben wir da eine ganz, ganz große Win-Win-Situation erlebt. Da unten ist es wichtig, dass man da die einzelnen eingetrockneten Blätter wirklich schön entfernt. Jetzt, wenn es dann eingearbeitet ist, diese Echeveria, dann wird sie sich dann mit der Zeit auch ein wenig wie zurückziehen. Einige Blätter werden nicht mehr so toll aussehen, aber es ist dann am Schluss so, dass sich diese Blätter, die sich zurückziehen, wie in sich verschwinden und so wie nach unten ziehen, und somit wird es auch nicht auffallen, wenn da plötzlich was verschwindet. Das ist absolut nicht ersichtlich für diese Kreation drin, wenn die Echeveria sich da zurückzieht.
aufpassen, dass man nicht zu hoch oben diese Drähte reinmacht. Also nicht, dass man gleich durchs ganze Herz, durch die ganze Pflanze da durchsticht. Darum ist es auch gut, wenn man da ein wenig vom Schwänzchen da lässt, damit man wirklich gut durchstechen kann. Schluss kann man dann kontrollieren, habe ich noch irgendwo eine Lücke, wo ich die Steckmasse sehe. Wenn das der Fall ist, kann man entweder noch ein wenig von dem Silberdraht hinlegen, von der Pflanze, oder man legt zum Beispiel noch eine klitzekleine Echeveria da schön rüber. Das habe ich hier, wo ich da eine kleine Lücke sehe, schon jetzt kann ich da ein kleines Stück nehmen und zu machen. Kerze sollte da drin bleiben, bitte. Siehst, da gibt es eine etwas größere Schweinerei. Das gehört einfach dazu, wenn man mit Wurzeln, mit Erde etc. arbeitet, dass es da eine kleine Schweinerei gibt. Ich hoffe, der Arbeitsaufwand, den wir da sehen, der schockiert dich nicht, sondern er animiert dich, Echeverias in deinen Balkonkisten zu pflanzen oder Echeverias in den Garten zu pflanzen, im Winter ernten und dann für deine Deko zu verwenden. Denke ich, braucht nicht mehr mega viele, und das ist jetzt so eine praktische Pflanze, Pflanzenansammlung oder Rosettenansammlung, weil es da ganz viele drin hat. Dann werden wir wirklich schön aus dem Vollen schöpfen. Am Schluss kippe ich das Ganze dann nicht nach vorne, nicht, dass die Kerzen dann rausfallen, sondern ich empfehle euch einfach bis zum Schluss zu schauen, diese Adventskranz-Idee jetzt schon anschauen und dann im Winter etwas Cooles kreieren. Ich empfehle dir, ja, das Ganze dann mit den Bildern etc. zu bestaunen, und ich hoffe einfach fest, dass dir diese Idee von mir für dich auch Inspiration gibt.
Zum Abschluss können wir jetzt die Lücken mit Tillandsia-Moos oder auch mit Silberköpfchenpflanzen Rispen ein wenig aufdecken oder zudecken, verschließen. Immer am Schluss die Töchte schön. Soll ich jetzt fluchen, wenn ich den Kranz nicht packen kann? So, das habe ich ihn gepackt. So, ups, ist der schwer, ist der aber auch ultra cool. Ich finde es jedenfalls eine Augenweide, so ein Kranz, schlicht einfach schön mit Echeveria Elegans. Jetzt pflanzen, im Winter ernten und dann was Cooles daraus kreieren. Für das ist die Augenweide der Kranz, den du einfach nicht überall siehst. Hey, ich hoffe einfach, das hat dir ganz, ganz viel Spaß gemacht, dieses Tutorial vom Blumenmann. Wenn ja, drück einen Daumen nach oben, sag mir, warum genau du diese Idee toll findest und dann sage ich einfach wieder Tschüss und weg, sagt der Blumenmann. Bis zum nächsten Mal wieder.